willkommen. Einen schönen Freitagabend. Bei mir im Studio darf ich begrüßen Michael Nevalani. Monika Gruber. Lukas Resetaritz. Günter Leiner. Und Viktor Gernotz. Bevor wir loslegen, muss ich ein paar Sachen sagen. Ganz speziell begrüßen möchte ich, weil zum allerersten Mal mit dabei der bayerische Stern vom Kabaretthimmel Deutschlands, kann man das so sagen, Monika Gruber. Herzlich willkommen. Bravo. Man muss dazu sagen, du bist natürlich auch über deinen Kontakt durch den Herrn Nevalani in die Sendung gekommen. Ja. Ne? Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ihr arbeitet ja schon gemeinsam. Wir haben gemeinsam ein Best-of gemacht. Wir haben uns gegenseitig unsere alten Sachen gezeigt. Genau, dann hat's was. Wie weit ist das gegangen? Mir hat es so graus, dass ich gesagt habe, bitte lass uns stattdessen ein Programm zusammen machen. Frechheit. Eine Frechheit. Ja. Ja. Immer gut. Okay. Nein. Ich möchte der Monika Gruber nur ganz kurz erklären, worum es bei uns geht. Wir haben ein Sendungsthema und das hat nichts mit der Sendung zu tun. Es hat nur mit den Goodies zu tun, die es für besonders gute Rateleistungen gibt. Und das Thema heute ist Roy Black. Nein. Ja. Erst auf. Der hat nämlich, oder hätte das? Heute seinen 70. Geburtstag. Nein. Sag, ist er gestorben? Ja, der ist schon gestorben. Da gibt's doch den Film. Da gibt's den Film. Wer hat den Weiß mit einem Mords drum raus. So siehst du in meine Und hier gibt es auch eine DVD und das ist ganz besonders lustig, da siehst du einerseits Roy Black und wenn du sie dann gibst, siehst du den Darsteller Christoph Waltz. Na, das gibt's ja nicht. Wo sind die Quintetik? Ist das gewickelt? Wahnsinn! Was die Technik schon alles kann, okay? Gut, das war ein ziemlich langer Einstieg in die Sendung, aber das passt auch zur ersten Frage. Ich möchte nämlich von euch gleich mal wissen, was ein langer Einsteiger ist. Bitte. Ein langer Einsteiger. Ein langer Einsteiger. Das Gegenteil von einem kurzen Aussteiger. Okay, dann sag mir, was ein kurzer Aussteiger ist. Ein kurzer Aussteiger ist jemand, der nicht für immer nach Australien fährt, sondern nur das Wochenende. Oder was du da? Helmut Berger ist ein kurzer Aussteiger. Ein kurzer Aussteiger. Es ist vielleicht eine Warnung bei öffentlichen Verkehrsmitteln, damit Sie nicht immer sagen müssen, wenn so ein großgewachsener oder eine großgewachsene einsteigt, passen Sie auf den Kopf, steht dann für lange Einsteiger bitte Kopf einziehen. Lange Einsteiger? Ja. Na, wenn das Bus, das kennt Sie hier, habt ihr schon öffentliche Verkehrsmittel? Nein, nicht. Mit Leuterwagen. Wenn der Traktor vorbeikommt. Du kriegst eine Roy Black-CD und darfst es ihm am Kopf haben, okay? Gut. Ein langer Einsteiger. Also du meinst, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die es in Linz noch nicht gibt, wird gewarnt, wenn Leute groß gewachsen sind, dass sie aufpassen, dass sie sich den Blutzahn nicht. Wobei, ich muss ja sagen, ich bin geborener Enzer, also nicht weit von dort geboren worden. Und ich weiß, es gibt sogar Straßenbahn und Busse und alles. Also das Einzige, in was Enz fehlt, gibt keinen Bus und keine Straßenbahn. Bus gibt schon. In Enz. Ja, kommt einmal in der Woche. Nein, Gott, nein. Als kleiner Trost. Danke. So, also, das ist es leider nicht. Ich muss halt eh getröstet werden. Ich glaube, das ist bei... Wieso? Naja, weil da drüben sitzt die neue Alte von meinem Ex. Im Wunder. Worum geht's? Ja, entschuldige. Ist da etwas, Viktor, was wir nicht wissen? Na, sag's. Die spielen jetzt zusammen und der hat nicht Weihnachten oder nicht angerufen, zum Geburtstag oder nicht angerufen, der ist nur mehr Monika und ich. Ja, aber du hast dich monatelang nicht mehr um mich gekümmert. Ehekrise im Hause, dir was erwartest du, wenn wir. Was erwartest du, wenn wir nur zweimal im Monat spielen? Was erwartest du da? Ich fühle mich wie durchgekaut und ausgespuckt. Hey, wo sind wir da? Ganz ehrlich, bitte? Also wenn ich mir die zwei anschaue, vielleicht habe ich von den Falschen von dem Duo genommen. Victor, wenn du wüsstest, wie leicht ich hergehe und wie schwer wieder weg. Langer Einsteiger ist beim Flugzeug, wenn es weit weg steht vom Pier und da kommt dieser Schlauch.
dann nehmen wir den langen Einsteiger oder den kurzen, weil dann dazu befahren. Diese entsetzlichen Busse. Bei den Terminals. Ja. Meinst du? Nein, ich meine diesen Schlauch. Das ist ja beim Flugzeug, wenn du direkt ins Flugzeug reingehst. Wo du direkt reingehst. Achso, das ist ja was. Nein, das kennst du nicht, das ist in Wien hauptsächlich ein Flugzeug. Ja. Ja. Nein, wir haben den Check-in Suite und fliegen dann dort fort. Aber stimmt, Wien hat keinen Flughafen. Wien ja. Schwächert hat einen Flughafen, aber Wien hat keinen Flughafen. Ja, aber Schwächert ist 5 Minuten weg von Wien. Wenn du mal nach München fliegst, der ist ja, das ist so wie wenn... Der Flughafen Franz Josef Strauß. Das ist ja ungefähr so, wie wenn man in Wien den Wiener Flughafen in Linz hätte. Das ist ja einen Tag entfernt, oder? Ich wohne in Erding, insofern ist es ums Eck bei mir. Ach, so klar. Ja. Das ist mal sehr angenehm mit dir telefonieren. Ja. Hallo Monika. War billig, die Wohnung. Billig. Hat der Flughafen schon irgendwie Schäden drauf? Nein, nein, nein. Gut, wir sind trotzdem beim langen Einsteigen. Ja, also Politik. Ja. Politik. Ja, es gibt Quereinsteiger in die Politik. Ja. Das ist richtig, ja. Ja. Und es gibt auch lange Einsteiger in die Politik. Mhm. Mhm. Ist nie schaffen, der Spindelecker, der steigt schon ja. seit Jahren. Der guckt und guckt den rein. Ja. Also. Komm. Aber du musst es dem Leiner geben. Du sollst sie fangen. Schüttelt er mal an, schießt mich an. Ja, der alte Vater. Ja, da bin ich alles am Anfang. Weil sie so böse waren zu dir, kriegst du jetzt die Gutes, okay? Ja. Oliver, wir brauchen mal dein Leiberl zum Opischen. Aber Entschuldigung, was tue ich mit Roy Black Gutes? Es ist mir wurscht, du gibst sie am Anfang, am Ende eh dem Publikum. Ach so, wie wir die hocken. Okay, genau. Eine bitte. Seriöse Antwort. Bitte. Seriöse. Okay. Ja. Und dann löse ich auf. Ja. Nein, es ist kein Viech, es ist beim Bergsteigen. Ja, wenn du in der Gletscherspalte. Wenn du in der Gletscherspalte. Gletscherspalte steigst. Ja, und was die lange ist, ist ein langer Einstieg. Nein, in der Schlucht gibt es einen langen Einstieg. Herr Reese, da jetzt. Entschuldigung. Sagen. Ja, es gibt einen langen Einstieg. Wenn du irgendwo zu einem Gipfel musst, gibt es zuerst einmal einen langen Einstieg und dann kannst du das Zelt aufschlagen. Mhm. Also in der Spalten. Ja. Basislager. Dann gehst du Basislager und dann gehst du Staffel. Und dann gibt es aber einen kurzen Einstieg, da gehst du einfach rein und bist dort. Ja. 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 Ich bin ganz fast mit der Böslinge beim Böslinge. Hör dir, wir pappen nicht. Ich bin nicht dran. Ich bin gibt's ja. Ich bin wieder die ganze Zeit. Kurzer Einstieg. Kurzer Einstieg. Telefonhitl, langer Einstieg, Gletscherspalte. Ich glaube, ich habe einen Gehirnschlag. Ich glaube, es ist bei der U-Bahn. Was? Du hast ein Tourette-Syndrom. Ich habe Tourette-Syndrom. Das ist schon mehr als ein Gehirnschlag. Silizium. Jetzt haben wir abgeschissen. Nein, hör zu, es ist bei der U-Bahn. Nicht applaudieren bei sowas. Nicht applaudieren bei sowas, was für ein ordinäres Publikum. Das ist eine Durchsage bei der U-Bahn. Bei der U-Bahn gibt es einen langen Einsteiger und die sagen immer, einsteigen, Zug fährt ab. Das sagen sie nicht mehr. Jetzt sagen sie zurück, nein, auch nicht mehr. Bitte steigen Sie nicht mehr ein. Sie sagen, bitte steigen Sie nicht mehr ein? Ja, bitte, jetzt ist ganz neu, seit 9. Dezember, bitte steigen Sie nicht mehr ein. Bitte steigen Sie nicht mehr ein, es reicht uns. Den ganzen Tag müssen wir Sie blöd herumführen, bleiben Sie zu Hause. Bitte steigen Sie nicht mehr ein. Bitte. Ab nächstes Jahr sagen, bitte kommen Sie überhaupt gar nicht mehr her. Wir lösen es auf. Ja, Sport ja, gerne, war im Prinzip gerne. Nicht der. Du warst beim Klettersport. Völlig falsch. Fußball? Nein, auch nicht Fußball. Nein. Ja, da bist du Snooker. Snooker. Sagt euch das was, ja? Ja. Billard. Bälle Form des Billards. Eigentlich die schwierigste Form des Billards. Ne? Tisch über 3 Meter, fast lang, 2 Meter breit fast. Dünne Kös. Ja, und die Kugeln sind irrsinnig weit voneinander entfernt. Gut, ich erspare euch jetzt die genaue Einführung in die Snookerregeln. Tatsache ist, wir haben hier den weißen Ball und du musst am Anfang zuerst diese Spielbälle, die roten, wegbekommen. Und wenn der weiße Ball von den roten sehr weit entfernt ist am Anfang, weil du darfst ihn nur dann weiterspielen, wenn du einen von diesen versenkst, ja? Und dann hast du quasi den Einstieg. Und wenn dieser Ball, die weiße Kugel von den roten weit weg ist und du schaffst es einzulochen, dann ist das ein langer Einsteiger, weil du dann weiter spielen darf. Jetzt bin ich eingeschlafen, kurz. Entschuldigung. So, Frau Gruber, wiederholen Sie. Was soll ich machen? Bin kurz. Weg. Ja. Bin ja. eingeschlafen, kurz. Wir, ja, kurz. Frau Gruber, wiederholen Sie. Das ist ganz recht. So. Bei so breiten Sportarten wie Snooker, da was ist der lange Einsteiger, Frau Gruber? Ein breiter Tisch.
Und ein langer Weg. Wenn die Kugeln zu weit voneinander entfernt sind. Weg ist dann. Wofür rede ich hier? Bei versenkten Knastschlupfen. Das fragen wir uns alle. Ich habe einen Kurzeinsteiger. Meine Kugel ist gleich bei mir. Ja, okay. Ich bedanke mich bei Wolfgang Lessmann aus. Moment. Ah. Deutschland. Linz. Inzell in? Deutschland. Bayern. Aus Bayern, jawohl, 300 Euro. Bitte. Danke. Das wirklich. So, bitte strengt euch an, ja. Strengt euch an, weil ja. Jetzt kommt eine kuriose Frage und die Antwort ist genial. So. Die Antwort ist genial. Dann sag gleich die Antwort und wir ersparen uns. Wir freuen uns. 1995 hat der US-Zoll eine Containerladung Unterwäsche beschlagnahmt und vernichtet. Warum? Weil sie giftig waren, die Unterhosen. Ja, weil sie zu aufreizend waren natürlich, für die damalige Zeit. 1995, ja, das ist schon ja, so lange her. Mein Gott. Aber es ist 20 Jahre her, was sie da getan hat. George Bush, Senior damals. Bush. Ja. Ah! Er hat seine eigene Sendung. Sitzt da. Husch! Husch. Ja, aber haben wir vorher Regen! Was war jetzt bei Busch lustig? Ja, in Zusammenhang mit Unterhose. Buschen. Mein Gott, ich muss mir alles erklären. Ja. Ja. Ich meine, er hat schon. Es gab ja eine Protestbewegung in den Vereinigten Staaten, die hatten den mehrdeutigen Spruch No More Bush, wie zu Bushs Zeiten. Ja. Vielleicht waren die bedruckt mit No More Bush oder Army Go Home oder irgendwas, was die Amerikaner nicht besonders lustig gefunden haben. Genau an der Stelle, wo es hinpasst. Ja, aber deswegen werden sie ja nicht... eine Amerika herabwürdigende ja. Kurzformulierung. Was auf Höschen und sagt, ja. Bush ja. aufgezeichnet war, ja. sowas. Ja. Mhm. Hier kam's Busch, Pfeil nach unten. Ja, ich weiß es nicht. Irgend sowas. Ja, vielleicht ja, oder, ja viel... oder hier war Busch. Ja, hier... Na gut. Ja, ich weiß schön nicht. Vorbereitet von Monika ja. Klopper. Ja. Und er hat dann noch eingelocht. Seine großen Erfolge. Vielleicht war es... Don't Push drauf. Don't Push. Aber vielleicht war es... Sind wir richtig mit diesem Aufdruck? Ist der Aufdruck? Ja, was der Aufdruck? Vielleicht war ein brennender Dornbusch drauf. Thornbusch, ja. Sei vorsichtig, meine Mama schaut zu. Ja, Entschuldigung. Ja. Seit wann spielt das eine Rolle, ob Ihre Mama zuschaut? Naja, die Schwiegermama. Moment, ja, sag mal, habe ich wieder was nicht kapiert? Seid ihr auch privat zusammen, oder was? Nein, wir haben nichts miteinander. Obwohl er das immer behauptet hier. Ja. Ja. Aber ich habe ihn nicht weggenommen. Ich habe ihn bei Wer will mich? Habe ihn geschenkt gekriegt. Ja, wirklich. Deswegen habe ich ihn nicht weggenommen. Da stand. Was? Ja, da stand. Es macht ja nichts, dass er nicht stumm rein ist. Rüstige Perserkatze. Rüstige Perserkatze. Ein bisschen außergefressen, ja. Aber sonst. Stumm rein. Meistens stumm rein. Entschuldigung, wenn ich störe. Entschuldigung. Ja. Bitte. Ja. Es war gerade wegen der Unterwäsche. Unterwäsche. Busch. Aber wenn es wollt, ich gehe auf einen Kaffee und. Nein, ja, dann geht es um weiß man. Aber das war mit dem Aufdruck, das war schon richtig. Es war ein Aufdruck, soweit kann ich das schon mal vorwegnehmen, aber... Achtung, radioaktiv. Der Aufdruck war nicht das Problem, nee. Wobei es doch ein Problem verursacht ja. hat. Es hat abgefärbt, der Aufdruck hat abgefärbt und zwar gelb und braun. Oh Gott. Ja, aha. Nein. Eine kuriose Antwort. Eine sehr kuriose Antwort. Mal was weiß haben man, wir? Entschuldige, Oliver, weiß man, handelte es sich ja. um Damen- oder Herrenunterwäsche? Ja. Okay, so gute sagt. Frage. Ja. Ich werde sie dir beantworten. Weder noch. Weder noch. Aber Transvestitenunterwäsche. Vorne und hinten eine Öffnung. Unisex. 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 Kinderunterwäsche. Ah, oh mein Gott. Kinderunterwäsche. Aha. Die vernichtet wurde. Kinderunterwäsche einer deutschen Qualitätsmarke. Jetzt kommt's. Das war vorne drauf tätowiert das Gesicht des Führers. Einer deutschen. Der Restposten aus den 40er Jahren. Gar keine DVD. Upsala. Ah, das ist schön. Und hast du auch was von Rolle? Also, das hast du abgegeben, leider. Ich soll es ein kleiner abgeben?
Nein, deswegen hat der Luis geschaut, weil der Lukas hat noch nichts. Aber die Amis sind ja nach außen hin sehr brüde. Also was bestimmt irgendwas... Bei Kinderunterwäsche? Ja, generell sehr brüde. Und also, das ist in dem Fall hat es nichts mit Brüderie zu tun. Wirklich nicht. Okay. So mit Schwesterie. Schwesterie! Entschuldigung. Nein, das ist mir zu blöd. Was könnte sein? Aufdruck. Ein Klassiker ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Nein, der Sonntag fehlt oder immer. Bei Unterwäsche gibt es das oft. Oder oft gibt es ja nur Jänner, Februar. Nein. Jetzt Hilfe, ich nur liebe Zwillinge. Es wurde nicht beschlagnahmt und vernichtet, weil etwas drauf war, sondern weil etwas nicht drauf war. Es ist nicht drauf gestanden, dass man es nicht in die Mikrowelle mitsamt kriegt. Es ist keine Warnung drauf gestanden. Ja. So, genau. Aber wovor muss man bei Kinderunterwäsche warnen? Das, was da... Das Kind, das Vogel wegfliegt. Ich bin immer gewarnt worden, ich soll schön alles zumachen, weil sonst fliegt das Vogel weg. Ja, gerne. Und ich sage etwas, ich hätte hinhören sollen, schon lange vor das Vogel. Wir reden hier von Kinderunterwäsche. Ja, Kindbuben haben auch Vogeln. Nein, dass man das, was ich der dachte, Lukas das ist, dass man das, den Kind ausziehen muss, Spazi. Ja eben, aber was ist, was macht, was ist denn bei mir? Moment, ich muss mal das klären, ja. Ich muss die Sache mit dem Vogel klären. Na, bei so einem kleinen Vogel braucht man nicht so viel zu reden. Ich sage nur, was ich gehört habe. Ich sage nur, was ich von wem? Ich hab nichts gehört. Nein, Spaß. Hier, die Vergunita. Bitte. Wie gesagt, du wirst lachen, ab und zu zeige ich mich nackt ausschauen und denke mir, das gönne ich ihm. mir wird das jetzt ein bisschen zu privat. Nein. Also, das Vogel, lassen wir das Vogel sein. Warnhinweis. Aber man muss zuerst die Hose runterziehen, bevor man Lulu macht. Das war der Warnhinweis, der gefehlt hat. Ähnlich absurd. Aber jetzt geht es nicht darum, was nicht drauf war, sondern was drauf war. Was war das für eine spezielle Kinderunterwäsche? Es war 30 Grad. Windeln. Nein, nicht Windeln. Wir reden von Kinder- und nicht Babyunterwäsche. Kinderunterwäsche, richtige Unterwäsche. Schlüpfer. Was ziehen sich Kinder gerne an? Lange Unterhosen. Ein Pyjama. Nein. Schlüpfer. Da, wo ein Comic drauf ist. Superhelden. Superheldenunterwäsche. Mit dieser Unterhose können sie nicht fliegen. Und genau das hat gefehlt. Ja, das ist so deppert, oder? Aber du darfst es an sie weitergeben, wenn du möchtest. Aber das ist die Geschichte. Es handelte sich um Superheldenunterwäsche. Wir haben hier einen, Superman, Batman, dann Flash, der Blitz, auch hier bekannt als der Blitz. Und jetzt hat diese Modefirma dann auch noch Einspruch erhoben und gesagt, okay, bei Superman ja, aber Batman und der Flash können gar nicht fliegen. Hat nichts genützt. Und sein Vogel hat auch nicht ausgefliegen können. Hat nichts genützt. Die Unterwäsche wurde beschlagnahmt und vernichtet. Ich bedanke mich bei Milada Nepras aus Wien mit einem 300-Euro-Fischer-Bitte. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich mich vertrauensvoll wieder an Sie wenden. Bitte schicken Sie uns Ihre Fragen, kuriose Dinge der Woche, alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wie immer an dieser Stelle via Insert eingeblendet. Und wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera. Und dann stellen Sie unserem Rateteam die Frage persönlich. Hallo, liebes Rateteam. Ich bin der Patrick. Ich habe eine ganz besondere Frage an euch. Was denn bitte schön ist eine Flüsterfalle? Das ist vielleicht, es gibt ja so historische Gebilde, die dann vielleicht so eine Kuppelbauart noch haben. Mhm. Und da gibt es dann dieses Mysterium, dass man irgendwo in einer Ecke steht und dann steht wer gegenüber in der Ecke und da braucht man wirklich nur flüstern und man versteht jedes Wort. Und vielleicht ist es das. So, wenn du dann irgendwie über intime Sachen sprichst und dann hört es genau jemand. Ja, das jemand, man so auf der Seite von der Kind sagt, ich sag das nur ganz leise, aber der Victor Gernot ist ein Arschloch.
Und die ganze Kirche sagt laut, das haben wir eh gewusst. Nein, ihr seid so gemein. Da machen wir es auf dem anderen Eck. Die vierte Falle ist, wenn man wohin einfällt in eine Falle, und es gibt ja Fallen, das hört man ja laut. Also da hört man schreien, wenn der, das tut ja weh und da schreit einer. Wenn du in eine Falle einsteigst, ist auf jeden Fall laut. Ja, da, wenn du in eine Falle einsteigst, dann tut es der Falle weh. Ja, genau. Entschuldigung. Die Falle hin. Entschuldigung. Ja, schön, da. Lass dir nichts gefallen. Ja, was heißt, lass dir nichts gefallen? Ja, ich meine, wie soll denn das tun? Der Patrick hat die Frage gestellt und hat im Hintergrund eine Landkarte. Habt ihr die Landkarte gesehen? Ja. Mhm. Die hat nichts damit zu tun. Mhm. Ah. Danke für den Hinweis. Jetzt war nicht der Gero, du bist das Arschloch. Ist ja gar nicht der Gero. Jawohl. Aber vielleicht. Es gibt ja so bösartige Menschen, die vielleicht mit jemandem gerade ein Zwiegespräch haben und die werden immer leiser dann mit ihm reden und der denkt sich, was denn, Herr ist schon schlecht, dann kommt immer näher und dann machen sie, hallo! Und dann reißen. Das ist dann die Oder hast du jetzt wirklich geschreckt? Total. Oder die Flüsterfalle ist, wenn man flüstert und was missversteht. Also wenn du absichtlich flüsterst. Stille Post. Ja, so ähnlich. Also du redest, oder, ja. du redest und sagst irgendwie, und der andere tut so, als hätte, ja, selbstverständlich, sehr gerne. So ist ja das, ich habe sie gefragt, müssen Sie mit mir schlafen? Und sie glaubt, ich will ein Programm mit dir machen. So ist ja das Zusammenlaufen der Stadt. Nein, also Flüsterfalle. Darf ich da was flüstern? Hast du gewusst, dass ich mit Roy Black gemeinsam musiziert habe? Ich war in den 80er Jahren in Österreich, wenn er gespielt hat, Bassgitarrist und Chorsänger von ihm. Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt, mit Karel Gott. Mit Karel Gott und mit Chris Roberts und mit Nicole und solchen Leuten. Du hast mit Roy Black gespielt? Ja, Roy Black. Darum kenne ich das Ganze. Das Mädchen Carina war schön wie ein Stern am Himmelszelt. Das Mädchen Carina war meine erste große Liebe. Auf dieser Welt war meine erste große Liebe. Du bist halt ein wirklicher Star. Du bist ein richtiger Star. Und ich habe ihn erlebt, wo er so betrunken war, dass er den Text von Ganz in Weiß nicht mehr konnte. Ja. Wirklich, was super. Trotzdem hast du die Frauen in den ersten drei Reihen ohne Narkose operieren können. Ja, ja. So begeistert. Wie hat er die Sanktion? Ganz in... Der hat dabei gehabt, der war immer dabei, der Stanek, das war sein Bandleader. Der war, ist zur Band zu uns gekommen, tschechischer Gitarrist, der ist dann hinter ihm geschaut und sagt, ja, dann reichst du mir die Hand. Ja, dann reichst du mir die Hand. Und du siehst so glücklich aus. Nein, aber weißt du was? Ja, ich weiß was. Sie weiß es. Ich habe das Gefühl, die Fragen in dieser Sendung werden immer unwichtiger. Flüsterfalle, der Jopi Hesters, als er schon ganz alt war, ist er immer noch aufgetreten. Er war schon über 100. Ja. Und er konnte auch den Text, er hat es schwer gehört, auch konnte den Text dann auch nicht mehr von seinen eigenen Liedern. Also, heu geh ich ins Mark. Und seine Frau stand immer hinterm Vorhang, hat souffliert. Dann hat er gesagt, heu geh, Jopi, du musst lauter singen. Jopi, du musst lauter singen. Das war's. Flüsterfalle. Das ist die Flüsterfalle. Das ist die Flüsterfalle. Und damit haben wir eine wunderschöne Antwort, aber die richtige Antwort kommt von Patrick. Die Flüsterfalle ist ein Bauteil eines Türschlosses. Als Falle dient der Schnapperl der Tür. Wenn dieses aus Plastik ist, macht dieses weniger Lärm. Es handelt sich daher dann um die Flüsterfalle. Ich wollte es schon. Na, warum sagst du das? Ja, wir sind heute so richtig schön international. Wir haben jemanden aus Oberösterreich, wir haben eine Dame aus Bayern. Was für eine Dame? Wo ist eine Dame? Ah, die Monika, Entschuldigung. Und kriegst alles zurück. Ja. Und wir haben eine Frage aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Ja. Das ist, wir holen uns die See aus den anderen, aus den benachbarten Ländern. Da kann man nur einen Film anschauen. Ja, nein. Aber eine wirklich interessante Frage. Und ich möchte von euch bitte eine lustige Antwort hören. Warum boomt in der Schweiz das Meerschweinchen-Leasing? Meerschweinchen-Leasing? Warum? Wohnt? Boomt, das ist Englisch, das ist Boomen. Boomer der Streuner. Meerschweinchen, ja? Und die werden in der Schweiz jetzt geleased. Ja,
Ja, und der Schweizer ist ja sehr langsam. Moment, Monika, Achtung. Ich glaube, weil der Schweizer sehr langsam ist, oder? Ja. Und ein Meerschweinchen ja nur sehr kurz lebt, dass der, bis er das merkt, dass er ein Meerschweinchen hat, ist es tot. Und dann ist es heiter. Ja, er liest sich eins. Warum liest er es dann? Er hat mit einer Zoohandlung einen Leasingvertrag und die tauschen das alle Jahre einfach aus. Unbemerkt. Ohne dass es merkt, genau. Oder? Oder? Also es gibt ja den Trend zum Zweitbuch und dort zum Trend zum Zweitmeerschweinchen. Genau so ist es, ja. Aber warum? Ja, weil man liest dann nicht nur ein Buch, sondern man liest zwei Bücher. Dort liest man sich zwei Meerschweinchen auch. Und mit ihm ein Wortspiel. Ein Wortspiel. Ja, hab bessere Erklärungen. Das war ein super Wortspiel. Ja, du hast lustig. Ein Wortspiel war das. Aber das Lustige ist, dass du dabei ganz unbewusst Nein, bewusst. In deiner herrlichen, naiven Art die richtige Antwort geliefert hast. Aber du hast keine Ahnung, welcher Teil davon die richtige ist. Nein, also unbewusst. Naja, der unbewusste Teil hat keine Ahnung. Entschuldigung. Ja? Weil. Die Schweizer nehmen sich ein Meerschweinchen und züchten dann Meerschweinchen. Mhm. Und leasen das Weibchen. Wer ein Weibchen hat, liest das Männchen. Ja. Und wer ein Männchen hat, liest das Weibchen. Zuchtbude. Ja, nein. Was? Ja, nein. Es, ja. Was heißt ja? Geh mal aus, eh? Was heißt ja, nein? Ja, nein. Aber vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, ist deppert, ja, nein. Ja, oder was? Dir, vielleicht, um nicht die Fortpflanzung zu fördern, sondern sie ganz im Gegenteil zu verhindern. Wenn einer nämlich Bub und Mädel hat, hast du innerhalb von 3 Monaten 140.000 Meerschweinchen. Also liest du ein impotentes Meerschweinchen, oder? Du liest ein zweites Mandel zum Mandel dazu und gibst eher dem anderen Leasingpartner das Weiberl, damit dann da gleichgeschlechtliche Paare sind und damit ja nichts passieren kann. Aha. Ja, oder der Schweizer ist ja logisch. Die tiefen Heiraten. Wenn ich nur ein Meerschweinchen habe, ist unlogisch. Ja. Ich brauche zwei, dann sind es Meerschweinchen. Hey. Hilfe, ich liebe Zwillinge. Ja. Ja. Weißt du, ich hab mich wieder auf der Spur. Mach einmal ein Programm nur mit so Wortspielen. Habe ich mir schon überlegt. Ja. Danke. Der Willi Astor von Österreich. Ja, genau. Gut. Du, aber Moment, es ist ja folgendes, vielleicht ist das Leasen anders gemeint. Moment, Leasen anders. Vielleicht liest der Schweizer aus den Eingeweiden des Meerschweinchens die Zukunft. Das wäre das Meerschweinchen lesen. Ja. Ja. Und nicht das Leasing. Ja, du wart, bis wir draußen sind. Pass auf. Oder. Ja, du hast recht. Das wäre das Meerschweinchen lesen. Ja. Ja. Also, ich finde, wieder nie mit mir noch zusammen war er lustig. Ja, was soll ich sagen? Da bin ich jetzt persönlich. Nein, alternative Energie wird auch in der Schweiz sehr gefragt. Und die leasen sie Meerschweinchen und lassen tun sie so ein Laufradl rein und machen sie selber einen Strom daheim, die Schweizer. 12.000 Meerschweinchen. Riesenturbine. Für einen Luster 12.000 Meerschweinchen. Ja. Und dann musst du beim Nachbarn die anderen 12.000 dazu legen. Ja, aber darf ich nochmal zurückkommen, dass du gesagt hast, ja, nein. Ja, nein. Nein, weil du was hast denn du gesagt? Also, um Meerschweinchen zu sagen. Wer bist du überhaupt? Ich weiß, was habe ich gesagt. Wer bist du? Ja, wir wissen es auch nicht. Der Mann von der Grube. Ja. Gottes Kinder, ich bin verzweifelt, aber nicht so verzweifelt. Ist das der Alte von der Grube? Bis alt stimmt der Satz. Ein Häschen in der Grube. So, auf jeden Fall. Leider. Hilfe mir, Oliver! Mach was! Es macht gar nichts! Das Häschen in der Grube war es nur besser! Ich mach gar nichts! Nachdem du über mein Möhrchen gewinnt hast, mach ich gar nichts mehr! Ja, beruhig dich, du kriegst nicht die Hälfte von meinem Geld! So, du hast ausgesucht! Hat er mir alles mir gehört? Ja, Schatz! Was? Ja!
Franzi! Was machst du auch für Eheverträge? Ganz schlecht. Was machst du für schiere Eheverträge? Die Sendung heißt Was gibt es Neues? Ich bin hier der Moderator. Ich stelle Fragen. Ja, wenn wir halt Beziehungsprobleme haben. Das wir. Das ist mir scheißegal. Bist du stark verliebt, wenn die zwei hat ein Bußwortehäusl zeigt und gesagt, das wird alles einmal dir gehen. Geht's mit dem Schmarrn zu Barbara Stöckl, aber lass mich in Ruhe. Geh mal zur Russwurm, da ist besser auf. Gut, also, was war die Frage? Ja, genau, ja. Warum werden Meerschweinchen gewiest? Naja, weil Meerschweinchen züchten wollen vielleicht. Und du hast gesagt, nein, wollen sie eben nicht. Sie wollen sie eben nicht züchten. Sie wollen sie eben nicht züchten. Das heißt, sie haben ein Männchen. Und... Und das geht nicht mehr in der Schweiz. Das geht, ein Männchen geht nicht mehr in der Schweiz. Männchen alleine geht nicht mehr, weil es 2008 gab es eine Gesetzesänderung. Da, ja, es dürfen diese Tiere nicht alleine leben. Ach, genau, sie dürfen nicht alleine leben. Richtig. Die heißen übrigens ganz lustig, Meersäuli. Meersäuli. Das ist mein neuer Kosename für dich. Meersäuli. Die dürfen nicht mehr einzeln gehalten werden. Ja, ich darf auch nicht einzeln gehalten werden. Darum bin ich feiern. Pass auf, bitte. Ja, ganz kurz, auch wenn die Gruber gleich einschlaft. Meersäule in der Schweiz dürfen nicht mehr einzeln gehalten werden. Eigentlich sehr positiv für die Viecher. Ne? Ja. Zu zweit. So, jetzt stirbt aber eines davon. Sehr traurig. Ja, traurig. Und jetzt sagt aber der Besitzer, ich will aber nicht, dann, dass das weitergeht. Ich wollte eigentlich nur die zwei haben. Und bis zum Tod verscheiden des anderen, das er gekauft hat, kann er sich eines leasen, damit das nicht alleine lebt. Okay, jetzt meine Frage, warum da schlagt er nicht einfach das andere... Kein Problem. Du musst es nicht machen. In Südamerika panieren sie es. In Südamerika werden die Gäste. Wir Bauchhändler, von so Wir sind in der Schweiz! Das ist ein zivilisiertes Land! Aber die essen Hunde, Bernhard Wiener. Die essen sie nicht, die retten Menschen. Seien sie alle. Nein, die waren zuerst Fleischhunde. So Nutztier. Wir haben sie mit einem Alkohol auf. Österreich ist Ende. Die Schweiz hat Tierschutzbund. Der hat gerade seine Olympia-Schreibmaschine raus. Sehr geehrter Herr Bayer, bis Sie haben Ihre Sendung immer sehr gern gesehen. Was Sie über die Meerschweinchen gesagt haben. Ich kriege dann immer die bösen Briefe und E-Mails. Genau. Ja, genau. Philipp Lang aus Bad Ischl hat uns die Meersäule-Frage geschickt. 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon eine gefühlte Stunde sitze. Ja. Und wir kommen jetzt erst zum Ding der Woche. Wechsel. Nein, kein Wechsel. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wie ein Insert, meine Damen und Herren, wozu das Ding der Woche dient. Ja? Da lacht die Generation. Darf ich noch ganz kurz mit den Zuschauerinnen und Zuschauern? Wenn es sein muss, ja. Gut. Okay. Da lacht die Generation 30 plus. Und jetzt freuen wir uns auf die kuriosen Antworten von Victor und Co. Achtung, und da kommt es schon. Ich heiße Günther, nicht Co. Zwei Buchstaben waren da zu wenig für das. War das mit 30 plus, war das jetzt ein kleiner Tipp von dir? Ja, das war ein kleiner Tipp. Wobei, also, da geben wir's. 30 da steht da schon 40 plus. Da steht da was. 30, Made in Western Germany. Das heißt, das ist schon relativ alt, oder? Wenn Sie auf West, das haben wir gar nicht gesehen. Vor 1989, würde ich mal sagen. Ja, na, sicher. Ja. Ja. Weil Westdeutschland sagt keiner mehr. Nein, stimmt. Naja, wir Bayern schon. Wir sind BRD, Bayern Restdeutschland. Dann ist es vielleicht ein Vinyl-Single-Reiniger. Was? Ja. Vinyl-Single-Reiniger. Ich sag das dann. Weil da ist so viel dazwischen. Und da sieht man die Single. Das kennen die jungen Leute nicht mehr. Da hat man noch bezahlt für Musik dann. Ja, ja. Da hat man sich richtig Musik gekauft. Und diese Antwort ist falsch. ALB! Er hat Single gesagt. Hab es nicht gewusst. Für Schallplattensammler. Der Meiner glaubt, alleinstehende Menschen tun sie damit waschen.
Singlereiniger. Darf ich euch jetzt kurz, ganz kurz demonstrieren? Für Menschen, die früher Plattensammlungen hatten und ganz vorsichtig mit ihren Lieblingen umgegangen sind, haben sie so aus dem Plattenregal. Und dann, ja, damit keine Fingerabdrücke. Damit keine Fingerabdrücke, damit sie nicht zerkratzen, dann haben sie die Platte so aufgelegt. Mhm, und immer runtergerückt. Oh ja, das geht wunderbar, das geht wunderbar. Und dann haben sie die Nadel. Genau, wirklich, also damit dieser wunderschönen Platte einfach nichts passieren kann. Gut. Ich bedanke mich bei Erik Eibel aus Wien für ein wunderbares Ding der Woche. Ein kurzes Vergnügen. Ja, oh ja. Single, es war der richtige Zugang. Danke dir. Danke. Gut. Seit dieser Woche gibt es endlich wieder eine Fortsetzung der erfolgreichen ORF-Serie Die Schlawiner. Ja. Mit Angelika Niedetzki, Michael Ostrowski, Gregor Seeberg, Gerald Wotterbach und mit Christian Dollezahl. Und anlässlich dieses Auftakts der neuen Folgen stellt uns Christian Dollezahl die heutige Promi-Frage. Hallo, liebes Rateteam. Die Schlawiner sind ja jetzt wieder zurückgekehrt. In jeder Dienstagnacht gibt es eine neue Folge der zweiten Staffel. Verhaltensorigineller Wiener, deren Alltag ihnen immer wieder ganz seltsame Probleme beschert und Beziehungsnotstände. Außerdem Andreas, den ich in dieser Serie spiele. Ich bin nur business-focused und deshalb auch frauenresistent. Apropos, was ist denn eigentlich ein Dirty Single? Vielleicht ist es bei Whisky zum Beispiel, gibt es einen Single Malt. Ja. Da gibt es ja auch einen Dirty Single. Wer verschmutzt ist, mit Benzin drin oder ja, ich weiß es nicht. Ja, das schmeckt nach Erde. Ja. Ich weiß es nicht. Genau, das ist der naturtrübe Single Malt ist das. Ja. Genau. Oder was der Cola Whisky bestößt, der Dirty Single. Das ist der verschmutzte Whisky. Etwas ganz Ordinäres. Ja, ja super! Na, hör super. Auf, ja, du doch! Das wäre das erste Mal. Ja. Aber ich sag's natürlich nicht. Nein, es gibt ja so eine Thai-Massage und da gibt's ein Happy Ending. Ne? Mit das hast du mir doch erzählt, Oliver. Nein! Ja, gar nichts erzählt. Ja. In gewissen zwielichtigen Massagesalons. Ja, in die gehe ich nicht. Soll es so sein, dass man massiert wird und dann auch noch. Ne? Wo ist das? Ah, noch heute nicht. Was? Das heißt Handentspannung. Dann kriegst du noch einen Cocktail geschickt, oder was? Was? Kriegst du noch einen Cocktail geschickt? Genau. Okay, gut. Und wenn das nicht so ist, in einer normalen Massage, musst du das selber machen, bis der Dirty ist. Kein Happy Ending, ist ein Dirty Sing. Das ist zu ordinär, Monika. Das ist zu ordinär. Liebe Monika Gruber, willkommen in Österreich. Nein, es ist irgendwas mit Unkraut, so wie das fünfte Rad am Wagen. Kannst du was sagen? Dirty Single. Das finden sie immer Couples, dann bleibt einer über. Und aber like we say, das fünfte Rad am Wagen. Das fünfte Rad am Wagen. Oder einer so der Frau anbraten, sagt sie, glaube ich. Ja, anbraten, Und ein anderer, der die aber abstappt. Das ist der Dirty Single. Einer soll anfordern und der Dirty Single. Der macht sie die Ohren. Der schießt so. Ja? Ja, das ist so. Der Gernot hat mich angefordert und du hast mich abgestappt. Dirty Single. Dirty Single. Gut. Ich glaube, es ist eh wurscht, oder? Dabei ist der Dirty Single ein Fachbegriff aus eurem Berufsleben. Also bei dir weiß ich es nicht so genau. Weil ist auch im Strich gegangen wie wir. Victor! Nein, also von denen weiß ich eigentlich, dass sie mit dem Genre zu tun haben. Meinst du jetzt darstellende Kunst oder Musik? Weder noch. Oder Synchron? Okay. Darstellende Kunst, meine ich, aber auf einer anderen Ebene. Nein, nicht Bühne. Synchron? Seitanzen. Film. Du hast Film gesagt. Film ist gut. Dirty Single. Film. Übersetzung. Da Dings. Simultan. Du verwechselst es mit Dirty Dancing. Nein, tue ich nicht. Und der Christian Dollezahl sagt euch, was man in der Filmbranche als Dirty Single bezeichnet. Bitte. Dirty Single ist ein Fachbegriff aus der Film- und Fernsehbranche. Es ist eine ganz bestimmte Kameraeinstellung. Und zwar das, was ihr jetzt seht, ist ein Clean Single. Man sieht nur eine Person im Bild. Und wenn jetzt beispielsweise die Schulter oder der Hinterkopf von einer anderen Person reinkommt, dann ist das ein Dirty Single.
Hätte ich auch nicht gewusst. Was, Gegenschuss? Nein, der Gegenschuss, Gegenschuss, das ist was anderes. So, ja, du könntest auch nicht. Nein, okay, gut. Ihr wart ein hervorragendes Radwett-Team, ihr wart ausgezeichnet. Danke vielmals an euch, danke hier an die Damen und Herren im Saal. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Bleiben Sie dran, jetzt im Anschluss gibt es Kamaräer vorher bei 1. Und zwar Hader spielt Hader, Teil 2. Bis nächsten Freitag, schönes Wochenende.